Herr Professor Meuthen, es ist das zweite Mal für Sie schon hier in Niederbayern beim politischen Aschermittwoch. Wie hat Ihnen diesmal die Veranstaltung gefallen? Ja, war klasse. Wie beim ersten Mal. Ich kriege parallel dann Nachrichten, wie das bei den anderen ist. Und da geht es sehr viel trister zu. Da sind weniger Menschen. Da wird auch nicht so viel gelacht. Da ist nicht so eine ausgelassene Stimmung wie hier. Man merkt schon, dass diese Partei lebt, dass das frisch ist, dass das vital ist. Ich sage mal, auf SPD-Veranstaltungen, ich beobachte das, das kommt einem ja vor wie im Geriatrie-Club. Ja? Da liegen Welten dazwischen. Schauen Sie sich mal die Bilder der heutigen SPD-Veranstaltung an, vergleichen die mit unserer. Da werden Sie sehen, wie groß der Unterschied ist. Schön ist das. Gab es auch gute Signale jetzt für den EU-Wahlkampf, jetzt für die wichtige Wahl im Mai? Ich denke ja. Also es zeigt, dass wir die Stimmung dazu haben. Und Politik hängt immer auch von Stimmungen ab. Man versucht ja im Moment von außen uns zu erzählen, wir hätten unglaubliche Probleme. Der Söder sagt, wir seien über den Zenit. Das ist alles dummes Zeug. Die erzählen sich das selber glücklich. Nein, sind wir nicht. Und man sieht an so einer Veranstaltung, wie vital diese Partei AfD ist. Ja, die Nerven scheinen blank zu liegen bei der CSU, wenn der Söder sich nicht mal entblödet, die AfD als Nazi-Partei wieder hinzustellen. Die scheint, ja, die ist gesagt worden. Ja, also da scheint wohl wirklich die Angst im Nacken zu sitzen. Ne? Also wenn er anfängt, uns als Nazis zu bezeichnen, werden wir ihn juristisch belangen. Irgendwo ist dann auch mal Schluss mit lustig. Also wir lassen viele Verunglimpfungen über uns ergehen, weil es letztlich diejenigen blamiert, die diese Verunglimpfungen irrigerweise an den Tag legen, beziehungsweise sogar bewusst. Denn ihr wisst natürlich, dass sie es nicht mit Nazis zu tun haben. Aber irgendwo ist dann auch mal Schluss. Also als Nazi-Partei lasse ich meine Partei nicht beschimpfen. Sollte er das gesagt haben, wird es justiziabel. Ja, die AfD achtet ja darauf, keine Mitglieder von extremistischen Parteien aufzunehmen. Und sie sorgen ja selber auch dafür, wenn Mitglieder sich so äußern, wie es nicht sein sollte, dass sie dann die Partei verlassen sollten. Also die AfD achtet. Ich habe jetzt gerade beim Landesparteitag in Heidenheim, das hat einige auch schockiert, ziemlich heftig auf den Tisch gehauen und habe gesagt, also Leute, irgendwo ist es einmal Schluss mit lustig, weil wir tatsächlich vereinzelt, das war normal, ein paar versprengte Radikale und Extremisten, auch Egomanen, Leute mit einer, sagen wir mal, kritischen Persönlichkeitsstruktur in unseren Reihen haben. Wenn eine Partei, wir sind jetzt 6 Jahre alt, in so kurzer Zeit 35.000 Mitglieder zusammenbekommt, da werden ein paar Einzelne dabei sein, die kritisch sind. Da muss man mal auf den Tisch schauen und sagen, Leute, bis hierhin und nicht weiter. Das habe ich da getan. Habe ich damit übrigens nicht, wie manche gesagt haben, gegen den Flügel gewandt oder gegen größere Strömungen der Partei. Sondern es geht gezielt um Leute, die das große gemeinsame Ziel gefährden. Und da muss man dann auch mal auf den Tisch kloppen. Was letztlich übrigens auch zeigt, dass wir nicht die sind, als die Herr Söder und Konsorten uns gerne darstellen wollen. Ist wichtig auf dem Weg zur Volkspartei, dass alle in der AfD die roten Linien akzeptieren und einhalten. So ist es. Also dafür müssen wir auch sorgen. Und dann läuft zum Beispiel so eine Verfassungsschutzprüfung mit Verlaub völlig ins Leere. Da habe ich aber immer gesagt, prüft, was ihr wollt, mich macht das nicht nervös. Da glauben einige, wir hätten Angst, wir haben überhaupt keine Angst. Aber wir haben tatsächlich die Aufgabe, Verfassungsschutz hin oder her, unseren Laden in Ordnung zu halten. Ja, wir sind eine rechte Partei und wir stehen dazu, eine rechte Partei zu sein. Wir sind aber keine rechtsradikale oder rechtsextreme Partei. Das markiert den Unterschied. Und da, wo es eben ins Radikale oder Extremistische reingeht, da müssen wir eine klare Grenze ziehen. Die ziehen wir, aber dafür brauchen wir keinen Verfassungsschutz. Das machen wir selbst. Ja. Und die Dämonisierung kommt ja von außen, vom politischen Gegner, von den Medien. Es wird immer behauptet, die AfD möchte die EU kaputt machen, möchte, dass Deutschland rausgeht. Aber das sind ja eigentlich gar nicht die Pläne. Man will ja die EU verändern. So ist das. Und die werden das versuchen. Also der Weber stellt sich dahin und sagt, wir seien die Dexit-Partei. Nö, sind wir nicht. Wir sind die Partei, die den Dexit verhindern will, der kommen wird, wenn die so weitermachen. Wir wollen eine vernünftige EU haben und eine vernünftige EU beschränkt sich auf ihre wesentlichen Kernaufgaben und versucht nicht zusammenzuwachsen zum Vereinigten Staaten von Europa. Denn dieses Ansinnen wird scheitern. Und dann haben wir nicht nur einen Dexit, dann haben wir ganz viele Exits, ganz viele Staaten, weil das nämlich die Menschen in den Ländern Europas nicht wollen. Wir wollen also die Europäische Union gerade eben erhalten und auf ihren sinnvollen und richtigen Kern reduzieren. Das ist das Ansinnen. In ganz Europa bilden sich patriotische Parteien, werden stärker. Es bilden sich Allianzen, Sie haben es schon angesprochen, Freunde in Italien, in Österreich, in Schweden, in ganz Europa. Kann es sein, dass die Parteien in dieser patriotisch-konservativen Richtung im EU-Parlament dann auch eine gewichtige Rolle mitspielen können? Ja, das ist meine eigentliche Arbeit in Brüssel zurzeit. Sie können sich das vorstellen, neben dem normalen parlamentarischen Geschäft
In diesen unendlichen Abstimmungsfolgen, was viel Arbeit ist, arbeite ich natürlich gezielt daran, auch mit anderen Parteien ins Gespräch zu kommen, um zu schauen, was wird denn jetzt nach der Wahl sein. Also wenn wir unsere letzte Plenarsitzung gehabt haben werden am 18. April, dann ist ja nicht das Ende aller Tage, sondern dann fängt etwas Neues ganz bald an. Und da muss man schon vorher eine Vorstellung haben, mit wem kann man sinnvollerweise kooperieren, um dann mit einer starken, rechtskonservativ-freiheitlichen Fraktion im Europäischen Parlament andere Akzente zu setzen, als die, die wir dort derzeit erleben. Ja, bisher sind Sie ja allein auf weiter Flur, ja, aber Sie freuen sich wahrscheinlich auf den Zuwachs, ne? Allerdings, ja. Das ist auch mal ganz nett. Mich erinnert das an Hochschulzeiten, da war ich auch so niemals Knecht, niemals Herr, ganz für mich alleine als Hochschulprofessor. Aber so erreicht man nichts. Und ich bin ja nicht zum Spaß da, sondern ich bin da, um etwas zu verändern. Und das kann man natürlich nur mit einer großen Zahl von Abgeordneten, die zusammenfindet. Und deswegen müssen wir mit einer großen Zahl als AfD-Abgeordnete einziehen und müssen uns dann mit den richtigen Partnern zusammenfinden, um da richtig Politik zu gestalten. Darum geht man hin. Ja, Sie haben schon Herrn Orbán in Ungarn angesprochen. Wäre auch ein gutes Zeichen, wenn man sich da zusammenfinden könnte. Wäre mir ein Wunschkandidat, habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Ob es denn gelingt, hängt von vielem ab. Wir müssen alle erstmal sehen, wie geht das da jetzt mit der EVP weiter. Also, dass da die Zentrifugalkräfte im Moment brachial wüten, ist ja unübersehbar. Und ich rechne eigentlich damit, dass Orbán dann im neuen Parlament nicht mehr der EVP angehört mit seiner Fidesz-Partei. Und da muss man schauen, in welchen Konstellationen findet man sich zusammen. Das ist schon schwer, das zusammenzusetzen, weil da sind sehr viele Nationen, sehr viele Parteien mit sehr vielen Eigenheiten beteiligt. Wunderbar. Viel Erfolg und viel Glück dazu. Dankeschön.